Also wir machen jetzt noch ein Abschlussvideo für heute. Das ist eine getrocknete rote Banane. Jetzt könnt ihr mal schauen, bitte. Also die rote Banane ist deutlich stärker wie die gelbe Banane. Und jetzt ist eigentlich der Schlüsselpunkt. Wir wissen ja mittlerweile, alles was über 9 ist, ist gesundheitsfördernd. Alles was über 15 ist, hat zum Teil gewaltige, wunderartige Kräfte. Und gesund durch Wissen mischt ganz viele Stoffe über 15 und daraus machen wir dann die Energiemischung und aber diesen Drink. Und jetzt geht es aber noch einen Schritt weiter. Wir wissen, alles über 15 ist extrem gesundheitsfördernd und kann eben wie diese Szene vorgestern sofortige Veränderungen bringen im Organismus und zwar durchschlagend. Jetzt haben wir hier zum Beispiel, gibt es die nächste Tafel, da sieht man Virus, Bakterien, Mykosen. Mykosen sind Pilzsporen, Parasiten, Schimmelpilze, Unterdrückungen, Allergie, Zähne, Psyche, Übersäuerung. Jetzt kann man Folgendes tun. Wenn man wissen möchte, was diese Pflanze oder dieses Fleisch oder was auch immer tut, dann kann man das rüberhalten. Jetzt schauen wir mal hier. Und dann braucht man immer eine gewisse Ruhe, man braucht auch eine Geduld. Also der erste Pen, man muss da wirklich warten, bis er die Ruhe gefunden hat. Normalerweise würde ich auch nicht sprechen. Jetzt Entzündung. Die rote Banane nützt nicht bei Entzündung. Jetzt können wir mal schauen bei den Nerven. Ich habe die rote Banane noch nicht getestet, also auch stärkt in dem Sinne nicht die Nerven. Jetzt stellt man sich hier natürlich die Frage, was ist denn diese rote Banane gut? Mal schauen. Also jetzt habt ihr gesehen, bei Organschwäche gibt sie an. Das heißt, wenn jemand schwache Organe hat, dann kann er diese rote Banane essen. Aber das ist natürlich nur jetzt ein Teil. Ja, ihr seht hier auf der Liste, da gibt es auch viele, viele andere Sachen. Ja, Schilddrüsenfunktion, Impfschaden, ganz viele Dinge. Dann gibt es die nächste hier, dann geht es hier weiter für die Lymphen. Blut, da gibt es geistige Einflüsse hier. Und so kann man das durchtesten, dann kriegt man ein sehr gutes Bild, was dieses Wesen im Organismus bewirken kann. Und das Gleiche kann man natürlich bei den negativen Sachen, das haben wir ja gemacht, bei Kohl, Kartoffeln und anderen Dingen. Und da haben wir ja gesehen, dass die extreme Anhäufung der gleichen Probleme, die führt zu all den Problemen, die die Menschen haben heutzutage. Also hoher Blutdruck, Knochenschädigungen, Nervenzerrüttungen etc. pp. Das kommt alles daher. Und da gibt es Wesen, die wirken sehr stark auf die Psyche. Und da gibt es andere Wesen, die wirken eher auf die Physis. Und so kann man das kombinieren. Und wenn jetzt jemand sagen würde, ja, aber du hast doch vorgelesen, dass man eben nicht so viel mischen soll, dann ist das natürlich richtig, weil wenn man die ungegorenen Geister mischt und wenn man vor allem Schlechtes und Gutes mischt, dann kann das zu großen Komplikationen und Unruhen führen. Aber hier im Juice haben wir getrocknete Sachen und gekochte, zum Teil über eine Stunde, zwei Stunden gekocht. Und in der Energiemischung haben wir alles getrocknet.
Und was eben noch dazu kommt, dass wir hier alles über 15 oder 16 haben. Also von 15 bis 17,5. Und das wäre in etwa zu vergleichen mit einem Symphonieorchester. Und da macht ja ein Musiker, der den Ton nicht richtig trifft, der macht ja das ganze Konzert zunichte. Und es ist übrigens für mich auch interessant, wenn man schaut, die ganze Welt, vor allem die Fußballwelt oder die Sportwelt, die schaut immer danach, dass sie den besten Fußballer kriegen und die geben Millionen aus dafür. Und dann soll das bei der Gesundheit nicht so sein, dass wir nicht die besten Pflanzen aussuchen, die besten Stoffe, die uns helfen, gesund zu bleiben. Ich denke nicht. Ich glaube, dieses Thema Pendeln wäre jetzt ein bisschen abgehandelt. Wichtig ist innere Ruhe. Auf keinen Fall dürft ihr vorgeprägte Gedanken haben. Das ist dann kriegt ihr total falsche Informationen. Und das ist eben auch leider oft der Fall. Also ihr dürft nicht irgendwie vorgefasste Meinungen haben. Ihr müsst wirklich für die Wahrheit, weil wir wollen nur die Wahrheit, müsst ihr offen sein. Und dann wird sie euch auch offenbart werden. Jetzt zum Abschluss des heutigen Tages noch ein Wort aus Jakob Lorber. Und zwar schreibt er hier: Ich werde aber noch einmal dem Menschen die ihm dienlichen Speisen bestimmen. Das war also rund 1860, als das geschrieben wurde. Wird er sich danach halten, so wird er gesund werden, sein und bleiben. Wird er sich aber nicht danach richten, so soll er auch verderben wie ein böses Wild in der Wüste. Und jetzt darunter geht's weiter, das ist hochinteressant. Mein liebes Kind, schreibe deinem Bruder, dass es noch nicht an der Zeit mehr zu geben, als ich schon gegeben habe. Sorget nur dafür, dass ihr danach lebet, wie ich euch geraten, so es doch nicht schwer ist, bei der reicheren Auswahl, die ich euch gelassen, das Wenige zu meiden, was euch nicht nützt. Wenn ich erst mehr willige Verfolger der bereits gegebenen Vorschriften und Ratschläge haben werde, dass ich ersehe, es ist euch ernst, mir Freude zu machen und euch selber zu nützen, so soll es an mir nicht fehlen, euch ein weiteres Licht zu geben. Aber ich sehe, es ist noch kein Hunger danach. Und meine schon gegebenen Winke sind gar vielen meinen Kindern sogar recht unbequem. So will ich ihnen mit weiterem Lichte hierüber nicht zum Ekel werden. Amen. Das muss man sich vielleicht nochmals anhören oder nochmal durchlesen, ja? Weil der Vater gibt wunderbare Ratschläge. Meine Frau will nicht aufs Video. Und er gibt wunderbare Ratschläge, die aber den Menschen zum Ekel werden, weil sie eben eine gewisse Konsequenz verlangen. Ist das nicht traurig? Und wenn jemand glaubt, dass diese Konsequenz etwa auf der psychisch-moralischen Ebene nicht verlangt würde, dann täuscht er sich gewaltig. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.